Morgen, Leute. Morgen. Wir sind wieder unterwegs. Heute wieder in der wunderschönen Eifel entlang von Schwalenbach und Preterbach, so ja um die Orte Camberg, Rehscheid, grob gesagt herum. Sehr schön hier. Das Ganze geht so ein bisschen entlang einer ja, Bergbau-Lehrroute. Mal gucken, was es da zu sehen gibt. Wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten, kommt ein Stück mit. Ja, das fängt doch schon mal gut an, oder? Gut gestärkt, geht's weiter.
wir suchen uns jetzt noch mal ein schönes Action für Pause zu machen. Car, fly your own fly, like I feel. Wonder what would happen if I showed these words to you. Wonder if you laugh at my simple poetry. Or even worse, would you look at me with pity in your eyes, saying I'm great, that you would like to be my friend. Cause you Das hat uns allen gut getan, vor allem der Kleinen. Ja, weiter geht's. Then my heart just can't ignore that I've never felt before. And if you go, I wanna go there with you. Staring at the shadows on the wall, wonder if you think about escaping, or do you like the way the sun is dancing in the fall? Maybe you find some peace of mind, maybe not. If I had courage to dress you with my speech. Yes, if I was brave enough to ask you, I'd ask you if you'd like to run away somewhere with me. A place where we both don't have to run from ourselves. Cause you. My heart just can't ignore that I've never felt before. And if you go, I wanna go there with you. And even I know we're not supposed to be as close as I wanna be. But if you go, I wanna go there with you. Yes, if you go, I wanna go there with you. Ja, das hier hinter mir ist der Sürenbergstollen. Dieser Stollen hier ist auch ein alter Erzstollen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er gegraben. Er geht gut, also richtig weit in den Berg rein. Heute können wir noch teilweise bei Führungen gut 160 Meter tief begehen. Das ist mit Sicherheit wahnsinnig interessant. Ja, und dieser ganze Stollen wurde allerdings erst 1988 wieder entdeckt. Vorher war der hier verschüttet und dann hat man auch dieses Portal hier gebaut. Und diese ganze Einfassung, ja, und seitdem ist er halt nutzbar. Ja, und im Umkreis dieses Stollens hier, diese Stelle wollen wir gerne nutzen. Liebe Grüße an unsere Freunde aus Manscheid. Lieber Ian, schnapp den Papa, raus in den Wald. Kleine Challenge für dich, such den Stollen und irgendwo hier im Umkreis des Stolleneingangs werde ich dir einen unserer Patches verstecken. Viel Spaß dabei. Ja. Patch ist versteckt und Ian, wie das immer so ist, bei echten Schätzen, sucht nach einem X.
So Leute, wir sind zurück am Auto. Das war echt eine schöne Tour. Gut 16 Kilometer jetzt hier durch die Täler durch. Wirklich angenehm, immer schön am Bach vorbei, war auch für die Hunde richtig schön. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Ihnen, dir viel Spaß beim Suchen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.